Musiker zeigten am 14. März beim Preisträgerkonzert in der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin in Lankow ihr Können. Bevor es in einigen Tagen zum Landeswettbewerb von Jugend musiziert geht, konnten die Jugendlichen vor Publikum spielen und das erste Lampenfieber meistern. Die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin unterstützt und fördert diesen Wettbewerb schon von Beginn an. Sie trägt mit der Förderung dazu bei, dass junge Talente aus der Region für diesen Wettbewerb entdeckt und systematisch gefördert werden. Wir wollen schon gucken, dass wir so kulturell versuchen, ausgleichend unterwegs zu sein. Und gerade wenn sie so junge Kinder in die Musik geben, hat das ja auch meistens eine positive Entwicklungsmöglichkeit für die Kinder, die aufgezeigt werden. Und es ist immer wieder begeisternd, wenn sich kleinere Kinder so mit so schwierigen Instrumenten wie Klavier oder Geige beschäftigen. Und wir glauben, dass wir damit einen guten Beitrag leisten für die Entwicklung der Menschen. Eltern, Großeltern, Geschwister und die Kunden der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin ließen sich diesen einmaligen Abend nicht entgehen. Moderiert wurde das Konzert von Volker Amels, dem Vorsitzenden des Landesausschusses Jugend musiziert in Mecklenburg-Vorpommern. Bereits zum 55. Mal findet der Wettbewerb dieses Jahr statt und entdeckt immer wieder neue Talente. Für viele teilnehmende Jugendliche ist das der erste Schritt in eine erfolgreiche Musikkarriere. Am 17. und 18. März treten die Preisträger des Landeswettbewerbs in Neubrandenburg an. Wer dort überzeugt, fährt zum Bundeswettbewerb nach Lübeck.